Viele Linien führen nach Moskau, sagen die USA. Das amerikanische Verteidigungsministerium sieht keine Notwendigkeit zur Einrichtung eines gesonderten heißen Drahtes nach Moskau zur Regulierung von Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine. Der Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums kommentiert auf einer Pressekonferenz, dass es gegenwärtig sehr viele Nachrichtenverbindungen mit Moskau gebe, so auch direkte Kontakte zwischen den Verteidigungsministerien. Deshalb bestehe keine Notwendigkeit, zur Ukraine-Thematik noch eine Verbindung einzurichten. Der Pressesprecher informierte, dass der US-Verteidigungsminister vor einigen Tagen mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert habe. Auch der Chef des Komitees der Stabschefs habe mit seinem russischen Amtskollegen in den letzten Tagen sehr häufig gesprochen.